Ja, herzlich willkommen, trockenen Fußes hier in der Turnhalle zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen 1:1. Ich begrüße beide Trainer hier auf dem Podium. Heiko Herrlich, Ihr Blick auf die 90 Minuten. Ja, also erstmal bin ich natürlich, oder wir alle sind enttäuscht, dass wir heute hier keine 3 Punkte mitgenommen haben. Ich denke, ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Aufgrund der Bedingungen hat sie das eigentlich super angenommen. Die Haltung hat gestimmt. Wir haben von Anfang an versucht, die Voraussetzungen so anzunehmen. Ich habe natürlich meiner Mannschaft gesagt, nachdem ich es warmmachen zugeschaut habe, dass es schwierig wird, hinten rauszuspielen und zu kombinieren, dass wir eher mit dem langen Ball operieren, auf zweite Bälle gehen. Sie hat es trotzdem versucht, hart in Fuß gespielt. Ich denke, wir sind auch zu Recht in Führung gegangen, haben eigentlich dominiert. Die einzige Gefahr bestand bei Standardsituationen und bei Kontersituationen. Da haben wir noch ein, zwei Situationen in der Halbzeit nochmal angesprochen, wo 1:6, wenn man dann vor der Kette hätte bleiben müssen. Und nach der Halbzeit haben wir eigentlich direkt die Möglichkeit, den Sack zuzumachen durch Julian Brandt und Kevin Volland noch durch eine halbe Chance. Und das war ärgerlich einfach, dass wir dann durch den selbstverschuldeten Eckball dann in Rückstand geraten sind, wo wir eigentlich genau wussten, dass Nürnberg bis heute 3 Tore schon durch Ecken gemacht hat und da eigentlich ihre Stärken auch haben. Und dadurch stand es dann unentschieden. Ich denke, hinten raus hat man deutlich gesehen in der ein oder anderen Umschaltsituation, gerade kurz vor Schluss, die Situation von Karim Bellarabi. Ob er dann reingemacht hätte, ist eine andere Frage, aber er hätte zumindest eine große Chance gehabt, dass es teilweise irreguläre Bedingungen heute waren. Und bloß das war vorm Spiel jetzt nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich habe einfach versucht, die Mannschaft von der Haltung so vorzubereiten, dass sie das annimmt und ihr Bestes gibt. Und deshalb ist es ärgerlich, denke ich, dass das Spiel heute unentschieden ausgegangen ist und wir 2 Punkte damit in unserer Aufholjagd verloren haben. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Trainer, ärgerst du dich, dass es unentschieden ausgegangen ist? Guten Abend zusammen. Ja, wenn man 1:0 hinten ist bei diesem Platzverhältnis, ich glaube, dann ist man erst einmal, muss man schauen, dass man da noch was mitnimmt, einen Punkt noch holt. Ich denke, heute war natürlich, der Platz hat heute natürlich alle gefordert, sowohl taktisch gefordert, dass man die Dinge gut erledigt, sich anpasst. Und dann brauchst du natürlich eine Mannschaft mit viel Mentalität, viel Charakter, viel Herz und mit einem brutal starken Willen. Und ich denke, ja, das hat man halt bei meiner Mannschaft sehr ausgeprägt erkennen können, dass auch der Rückstand Sinn hat, dass den Rhythmus gebracht hat. Ich denke, wir haben vor dem 1:0 gleich zu Beginn haben wir ein paar gute Möglichkeiten gehabt, da hätte schon mal einer reinrutschen können. Und so wie die Mannschaft dann sich dann in der zweiten Halbzeit nochmal mit ein paar taktischen Korrekturen dann verhalten hat, ich denke, da hat es sich ja zu Recht dann belohnt, dass wir dann einen Punkt zu Hause im eigenen Stadion holen. Das Wichtigste ist immer, glaube ich, dass man wieder zu Punkten kommt und immer wieder im Rhythmus auch da letztendlich konstant punktet. Die Mannschaft hat gesehen, dass das, was wir im Training machen, die ewige Schinderei sich am Ende auch auszahlt, weil in dem Spiel war natürlich Physis ein ganz, ganz großes Thema und das haben wir heute auch erkennen können. Und von dem her, wie gesagt, bin ich stolz und glücklich, dass wir 1:1 gespielt haben. Und jetzt geht es natürlich weiter, dass wir in der kurzen Zeit uns gut regenerieren und am Samstag dann im nächsten Auswärtsspiel auch wieder schauen, dass wir da was mitnehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen von Ihrer Seite? Einmal der Kollege Morcinetz. Herr Herrlich, können Sie sagen, wie es Karim Bellarabi geht und Sven Bender? Ja, Sven Bender muss man in der Halbzeit runternehmen. Die Schmerzen waren zu groß und da wollte man kein Risiko eingehen. Und bei Karim hat es kurz vor Schluss in der Aktion hinten der Muskel zugemacht. Und damit da nichts Schlimmeres passiert, habe ich ihn dann lieber runtergenommen, als dass er noch die letzten paar Minuten dann noch zu Ende gespielt hätte. Aber genaueres kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das werden dann morgen weiterreichende diagnostische Maßnahmen ergeben. Die Frage kam von Martin Moravec, Entschuldigung. Gibt es noch weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Ihnen auch und bis bald hier wieder im Stadion.